Sie fliegt mit 10-facher Schallgeschwindigkeit und kann alle existierenden Abwehrsysteme überwinden. Die neue russische Präzisionsrakete vom Typ Kinschall, zu Deutsch Dolch. Präsident Putin hatte die Hyperschallrakete in seiner Rede zur Lage der Nation zusammen mit einer Reihe weiterer neuer Waffensysteme Anfang März vorgestellt. Nun hat das russische Verteidigungsministerium ein Video veröffentlicht, mit dem belegt werden soll, dass die Waffe erfolgreich getestet wurde. Demnach sei die Rakete von einem Militärflugzeug aus abgefeuert worden. Der Abschuss verlief nach Plan, die Hyperschallrakete hat ihr Ziel getroffen, hieß es. Putins Ankündigungen, unter anderem zur Entwicklung neuer Atomraketen, hatte in westlichen Staaten zu besorgten Reaktionen und Kritik geführt.